Ich weiß ja nicht, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie das damals, wie soll ich sagen, mitgekriegt haben. Es ging sehr schnell und es war auch ein bisschen flüchtig. Und ich hatte den Eindruck, fast hatte ich den Eindruck, dass es Absicht war. Und zwar, als neulich die Nachricht um die Erde lief, Gott sei aus der Kirche ausgetreten. Wollten viele das nicht glauben, verständlich, sehr logisch, nicht wahr? So schnell. Lüge, Propaganda und Legende, sagten sie, bis die Oberen und Mächtigen der Kirche sich dann schließlich erklärten und in einem sogenannten Hirtenbrief Folgendes erzählten. Wir, die Kirche, haben Gott dem Herrn in aller Freundschaft nahegelegt, doch das weiter aufzusuchen, aus der Kirche auszutreten und gleich alles mitzunehmen, was die Kirche immer schon gestört. Nämlich seine wolkenlose Musikalität, seine Leichtigkeit und vor allem Liebe, Hoffnung und Geduld. Seine alte Krankheit, alle Menschen gleich zu lieben. Seine Nachsicht, seine fassungslose Milde. Seine gottverdammte Art und Weise, alles zu verzeihen und zu helfen, sogar denen, die ihn stets verspottet. Seine Heiterkeit, seine Komik, großzügig bis zur Selbstaufgabe. Sein utopisches Gehabe, seine Vorliebe für die, die gar nicht an ihn glauben. Seine Virtuosität des Geistes überall und allenthalben, auch sein Harmoniekonzept bis zur Meinungslosigkeit. Seine unberechenbare Größe und vor allem seine Anarchie des Herzens und so weiter und so weiter. Darum haben wir, die Kirche, ihn und seine große Güte unter Hausarrest gestellt, äußerst weit entlegen, dass er keinen Unsinn macht. Viele Menschen, als sie davon hörten, sagten, ist doch gar nicht möglich. Freunde, ist doch gar nicht möglich. Kirche oder Gott? Gott ist ja die Kirche. Ist doch eigentlich gar nicht möglich. Entschuldige mal. Gott ist doch die Liebe und die Kirche ist die Macht und das heißt die Macht der Liebe. Oder? Oder geht es nur noch um die Macht? Andere sprachen auch nicht schlecht. Kirche ohne Gott, Leute. Warum nicht Kirche ohne Gott? Ist gar nichts Neues. Gott kann sowieso nichts machen. Heute läuft doch wirklich alles anders. Nee, Gott ist out, Gott ist out. War als Dings, als Werbeträger nicht mehr zu gebrauchen. Und die Kirche hat zur richtigen Zeit das Steuer rumgeworfen. Kirche ohne Gott, das ist der neue Slogan. Doch den größten Teil der Menschen sah man hin und her durch alle Kontinente ziehen. Und sie sagten, Gott sei Dank, endlich ist er frei. Kommt, wir suchen ihn. Gute Nacht.